Jo Leute, eine niedrige Leistungsaufnahme, daraus resultierend niedriger Temperaturen, eine geringe Geräuschkulisse und das bei trotzdem höheren Taktraten, das soll möglich sein? Ja, das Keyword hier lautet Undervolting. Genau das wollen wir jetzt eben mit diesem PC hier machen. Der ist von Cooler Master, den könnt ihr auch gewinnen. Video dazu haben wir unten in der Videobeschreibung verlinkt und da ist jetzt eben ein Ryzen 7 5700X zusammen mit einer RTX 3070 verbaut. Wir fangen jetzt eben erstmal mit der CPU an. Ist wie schon angesprochen ein Ryzen 7 5700X auf einem Asus ROG Strix X570i Gaming. Ich bin jetzt hier schon im BIOS angekommen und ihr habt hier unterschiedliche Möglichkeiten, wie ihr die CPU eigentlich undervolten wollt. So, der ursprüngliche Ansatz war letztendlich, dass man eine feste Taktrate eingestellt hat und dem eben eine feste Spannung. Das Problem daran ist, dass die CPUs eben heutzutage dynamisch takten, das heißt quasi auf einem oder zwei Rechenkernen erreichen sie eine höhere Taktrate auf allen Rechenkernen und wenn man eben die Taktrate feststellt auf, sag ich mal, 4,4 GHz, dann erreicht man eben diesen Boost-Takt nicht mehr. Die nächste Möglichkeit ist, dass man bei der CPU-Voltage den sogenannten Offset-Mode einstellt. Dann wählt man eben als Vorzeichen natürlich Minus aus, weil wir die Spannung verringern wollen und kann dann eben einen Spannungs-Voltage-Offset von bis zu 300 mV eingeben. Kann man machen, aber mit Ryzen 5000 gibt es tatsächlich sogar eine noch elegantere Variante und die ist im Precision Boost Overdrive Mode versteckt. Heißt, die CPU überwacht automatisch, wie hoch jetzt die Leistungsaufnahme liegt und wie hoch die Temperaturen liegen und sobald dann noch irgendwo ein bisschen Headroom ist, taktet die CPU automatisch höher. Mit den Ryzen 5000 Prozessoren ist es aber eben auch möglich, die CPU zu undervolten. Dementsprechend wechseln wir jetzt eben in das Advanced-Menü, gehen dann in AMD Overclocking rein, akzeptieren die Warnmeldung und gehen dann eben in das Untermenü Precision Boost Overdrive. Standardmäßig steht diese Einstellung hier auf Auto, wir wechseln jetzt hier zu Advanced. Dann kommen wir weiter zu den PBO-Limits, also bei dem Ryzen 7 5700X liegt die TDP standardmäßig bei 65 Watt. Das ist aber jetzt nicht das maximale Power-Limit. Wenn wir das beibehalten wollen, müssen wir eben jetzt hier im BIOS beim PBO-Limit von Auto auf Disable stellen. Weiter geht es dann eben mit dem Curve Optimizer. Hier haben wir jetzt eben die Wahl, ob wir entweder alle Cores gleichmäßig undervolten wollen oder ob wir jeden Core einzeln. Die einfache Variante ist einfach hier alle Cores auszuwählen. Bei dem Vorzeichen müssen wir eben wie vorher schon bei dem anderen Undervolting-Ansatz negativ auswählen. Und dann kommen wir zu der sogenannten All-Core Curve Optimizer Magnitude. Das ist tatsächlich jetzt ein Wert, den ihr nicht in Millivolt eingibt, sondern das ist ein sogenannter Wert von 1 bis 30, den AMD als 3 bis 5 Millivolt definiert hat. Warum gibt es hier eigentlich Unterschiede? Es ist einfach so, wenn jetzt eine CPU eben auf allen Kernen ausgelastet ist, also reicht sie was weiß ich, zum Beispiel 4,2 GHz, dann braucht sie auch eine niedrigere Spannung, als wenn jetzt eben nur ein oder zwei Rechenkerne ausgelastet werden, wo sie 4,6 GHz erreicht, dafür aber eben eine höhere Spannung benötigt. Heißt es quasi, wenn wir eben nur ein oder zwei Rechenkerne ausgelastet haben, führt eben diese Magnitude dazu, dass eben pro Punkt, den wir hier eingeben, die Spannung um 5 mV reduziert wird. Wenn wir eine hohe Last auf allen Rechenkernen haben, wird die Spannung dagegen nur um 3 mV reduziert. Heißt letztendlich, wenn wir jetzt eben hier einen Wert von 30 eintragen, sprich die Spannungsreduzierung von 90 bis 150 mV, je nach Auslastung der CPU eben. Und tatsächlich ist es mit meinem Sample hier auch möglich. Heißt letztendlich jetzt eigentlich, das kann ich euch auch gleich zeigen, die CPU erkennt eben automatisch, die Spannung ist niedriger, dementsprechend ist die Leistungsaufnahme niedriger und damit erkennt die CPU, okay, ich habe noch Headroom, eben bis zum maximalen Powerlimit von 76 Watt und dementsprechend kann ich höher takten. Ich habe jetzt mal Benchmarks durchgeführt, um zu schauen, was das Undervolting bei unserer CPU eigentlich gebracht hat. Zuerst einmal Cinebench R23. Zur linken Seite seht ihr jetzt eben den Ryzen 7 5700X mit den Standard-Settings, auf der rechten Seite eben mit dem Undervolting-Profil. Links haben wir 13.400 Punkte grob im Multicore, auf der rechten Seite haben wir knapp 14.500. Damit 1100 Punkte mehr, das sind grob im Kopf überschlagen, glaube ich, um die 8%, was echt ordentlich ist. Single-Core hat sich minimal erhöht von 1522 auf 1532 Punkte. Das war jetzt eben nur ein Testdurchlauf. Interessant ist es aber eben auch noch, wenn wir jetzt uns anschauen, was passiert, wenn wir Cinebench R23 jetzt eigentlich über 10 Minuten im Loop laufen lassen. Also hier sieht man jetzt eben gerade ein 10-minütiger Durchlauf in Cinebench R23 eben mit dem nicht optimierten Ryzen 7 5700X. Da erreiche ich im Schnitt jetzt Taktraten von 3945 MHz. Eben bei einer Spannung von 1,055 Volt. Mit dem optimierten Setting sind wir jetzt hier nur noch bei 1,025 Volt, also eben nur 30 mV weniger, aber eben auch 4215 MHz und davor waren es wie gesagt nur 3940 rum. Dementsprechend haben wir hier jetzt grob im Kopf überschlagen, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 270 MHz mehr. Was dann eben, wie wir gerade gesehen haben, in Cinebench zu 7-8% mehr Performance führt. Wenn ihr eben im Windows drin seid, solltet ihr normalerweise einen Stresstest durchführen, wie zum Beispiel Prime 95 oder eben Cinebench im Loop. Aber auch hier kann es immer erfahrungsgemäß sein, dass das System, auch wenn der Stress nicht bestanden worden ist, nicht stabil ist, weil wir hier eben einfach nur testen,
die CPU unter Volllast. Weil es kann immer noch sein, wenn wir jetzt irgendein Programm öffnen, wenn wir irgendein Programm wechseln haben, ein Programm neu installieren, dann kommen immer gewisse Lastwechsel zustande, die sich halt relativ schwierig testen lassen. Und auch da kann es immer noch sein, dass gewisse Systeminstabilitäten auftreten, die dann eben zu einem Neustart führen können. Kommen wir jetzt nach dem Undervolting der CPU als nächstes zum Grafikprozessor. Hier verwende ich als Tool MSI Afterburner, das funktioniert auch mit jeder Grafikkarte. Hier gibt es je nachdem, ob ihr eine AMD oder eine Nvidia GPU habt, Unterschiede, weil nämlich bei Nvidia gibt es den sogenannten Curve Editor. Könnt ihr entweder durch einen Klick hier drauf oder auch durch Steuerung F öffnen. Und hier seht ihr jetzt eben wieder quasi die Kurve aus dem Verhältnis von Spannung und Taktrate, wobei die jetzt quasi auf der X- und Y-Achse vertauscht ist. Es gibt jetzt hier beim Undervolten zwei Ansätze. Wenn wir möglichst keinen Leistungsverlust erzielen wollen, schauen wir zuerst mal hier im MSI Afterburner, was eigentlich der Maximaltakt ist, der für diese Karte hier angegeben ist. Das ist bei meiner RTX 3070 hier jetzt 2115 MHz. Dementsprechend, wenn wir dieses beibehalten wollen, dann müssen wir halt schauen, was die niedrigstmögliche Spannung ist, mit der die Karte noch stabil läuft. Dementsprechend würde ich jetzt mal hier irgendwo anfangen mit, was weiß ich, sage ich mal zum Beispiel 1 Volt. Ich schaue jetzt hier, was die Spannung bei 1 Volt ist. Das sind 1995. Mein Ziel waren eben 2115 MHz. Das sind 120 MHz Unterschied. Dementsprechend mache ich hier beim Core Clock jetzt hier erstmal einen negativen Offset von 120 MHz, was dann dazu führt, dass die ganze Kurve um 120 MHz nach unten verschoben wird. Jetzt habe ich eben gesagt, ich nehme als Startpunkt hier 1 Volt, setze dann quasi hier diesen Punkt eben bei 1 Volt eben auf die 2115 MHz, was mein Ziel ist. Das Ganze lässt sich ein bisschen feiner eben noch mit den Pfeiltasten einstellen und klicke hier auf Apply. Ich sehe dann quasi, dass alle höheren Spannungen als 1 Volt eben festgelegt werden auf diese 2115 MHz und die Kurve darunter angepasst wird. An dieser Stelle müssen wir natürlich jetzt wieder austesten, ob das System jetzt eigentlich überhaupt stabil läuft. Empfehlenswert hierfür ist zum Beispiel der Superposition Benchmark, Heaven Benchmark oder auch 3D Mark im Loot. Ich mache das Ganze jetzt mal und dann schauen wir uns das kurz zusammen an. Wie ihr gerade gesehen habt, gab es für mich einen Blackscreen, weil das Programm abgestürzt ist. Das heißt quasi, die Spannung, die ich hier gerade für die ausgewählte Taktrate angelegt habe, war zu niedrig. Ich habe hier jetzt noch bedeutend mehr Tests durchgeführt und bin dann letztendlich zu dem Ergebnis gekommen, was ich hier unter Profil 1 abgespeichert habe. Seht ihr hier eben in meinem Curve-Editor. Und da sieht man dann eben, dass eben für die Taktrate von 2115 MHz eine Spannung von mindestens 1012 mV notwendig ist. Tatsächlich habe ich bei den Benchmarks, die ich danach durchgeführt habe, dann aber festgestellt, dass die Grafikkarte eben, wenn ich jetzt hier eine Spannung von 1,012 Volt anlege, nach wie vor in das Power-Limit von 220 Watt reinrennt. Natürlich könnte man es jetzt erhöhen, wenn man unbedingt die Taktrate von 2115 MHz erreichen will, weil bei mir war das halt dann so, dass bei den Tests meistens so die Taktrate so zwischen 1960 und 2000 MHz geschwankt ist, aber diese 2115 MHz habe ich eigentlich nie zu Gesicht bekommen. Dementsprechend habe ich dann einen anderen Ansatz gewählt. Ich habe die ganze Kurve hier eben wieder zurückgesetzt und habe mir halt so gedacht, okay, welche Spannung will ich eigentlich als Ausgangspunkt haben, um eine gewisse Taktrate zu erreichen, weil das kann man ja auch machen. Und das Ganze habe ich jetzt eben hier im Profil 2 geladen, das sieht man jetzt hier eben schon. Ich bin hier bei einer Spannung von 962 mV, also ich bin sogar noch etwas unter die 975 mV drunter gegangen, weil ich eben festgestellt habe bei meinem Test, dass das System auch darunter noch stabil läuft und habe jetzt hiermit eine Taktrate von 1995 MHz erreicht. Durch das Undervolting kann es jetzt passieren, dass die Grafikkarte je nach Spiel tatsächlich etwas niedriger Taktraten erreicht als vorher, weil wir haben jetzt eben die maximale Taktrate verringert von ursprünglich 2015 auf jetzt nur noch 1995 MHz. Diese liegen jetzt aber bedeutend stabiler an. Was man an dieser Stelle jetzt aber noch machen kann, ist, um diesen kleinen Leistungsverlust auszugleichen, nämlich den Videospeicher zu übertakten. Hier gibt es einfach im MSI Afterburner einen Slider, Memory Clock, der ist in MHz angegeben und der lässt sich halt einfach bei den Grafikkarten von der RTX 3000 Serie im Regelfall um mindestens 800 MHz erhöhen. Müsst ihr natürlich auch wieder austesten und entsprechende Stabilitätstests durchführen. Bei meinem Sample hier waren sogar 1000 MHz möglich. Jetzt kommen wir dann eben mit den CPU und GPU Undervolting zu den nächsten Messwerten. Zunächst habe ich mich für den synthetischen Benchmark 3D Mark TimeSpy entschieden. Auf der linken Seite seht ihr jetzt quasi eben dies nicht optimierte Setting, also sowohl CPU als auch GPU nicht undervolted. Auf der rechten Seite eben beide Komponenten mit Undervolting. Ihr seht jetzt hier schon, der Gesamtscore ist um knapp 500 Punkte gestiegen und sowohl der Graphics Score als auch der CPU Score sind so um rund 400 Punkte gestiegen. Hier seht ihr eben auch schon wieder, nur dadurch, dass wir eben die Spannung verringert haben, sind bei beiden Komponenten die Taktraten höher geworden und dadurch erreichen wir auch trotz einer gleichbleibenden oder sogar teilweise niedrigeren Leistungsaufnahme höhere Scores. Interessant ist das Ganze dann letztendlich eigentlich noch beim Spielen und das habe ich mir dann in Shadow of the Tomb Raider angeschaut. Schauen wir jetzt zunächst mal jetzt nur die FPS-Werte an. Hier haben wir tatsächlich sogar einen kleinen FPS-Unterschied von 112 zu 116, ist natürlich jetzt kein Riesen. Unterschied. Das sind jetzt aber nur die Average FPS. Wenn wir uns jetzt hier unten mal die minimalen oder auch das 95% Teil anschauen, dann sehen wir, dass sie beim
Andere wollten Systeme deutend besser ausfallen, das heißt quasi die Spikes oder die Lags, die auftreten, sind bedeutend geringer. Soviel zu den FPS-Werten, also ihr habt gesehen, trotzdem, dass ich Undervolting betrieben habe, sind die FPS leicht höher ausgefallen, sogar die Average, bei den minimalen FPS war es sogar noch etwas mehr drin. Interessant ist jetzt aber natürlich auch noch, wie jetzt eigentlich so die Temperaturen, die Taktraten und letztendlich auch die Leistungsaufnahme im Spiel auffällt. Deswegen habe ich hier Shadow of the Tomb Raider auch mal mitgecaptured. Ihr seht das Ganze jetzt hier mal im Splitscreen und das sehen wir jetzt eben hier schon mal auf der linken Seite, liegt so die Leistungsaufnahme von der CPU so um die 57 Watt bis 60 Watt. Auf der rechten Seite sind es dagegen nur so 51 bis 53 Watt. Also hier sparen wir uns zum Teil wirklich schon 7 bis 10 Watt ein. Bei der Grafikkarte sehen wir eben, die hatte vorher eine Spannung von um die 1,025 Volt. Mit Undervolting liegen hier jetzt nur noch 0,96 Volt an und es führt dann dazu, dass die Leistungsaufnahme nicht länger so bei 210 bis 215 Watt liegt, sondern eben nur noch bei 190 Watt. Also ihr seht hier schon, Taktrate ist relativ vergleichbar. Wir halten sogar aufgrund des Speicherübertaktung etwas mehr FPS, aber eben GPU so 20 Watt weniger bis zu 25 Watt, CPU sind so 5 bis 10 Watt weniger und wie gesagt, das bei einer vergleichbaren Leistung. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mit dem Thema Undervolting etwas weiterhelfen. Falls ja, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare rein, was ihr für Komponenten in eurem PC verbaut habt und was ihr damit für Ergebnisse erzielen könntet. Übrigens, wenn ihr jetzt auf der Suche nach einem neuen PC seid, wir verlosen dieses schmucke Stück hier. Link zum Gewinnspiel gibt's unten in der Videobeschreibung. Viel Glück auf jeden Fall dabei. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.